Ja, okay, Uwe. 1:1 hier bei Viktoria Köln. Ein Ergebnis, was vor dem Spiel vielleicht okay gewesen wäre. Nach dem Spielverlauf und nach dem bitteren, späten Gegentreffer, wie sieht es bei dir aus? Ja, schon. Das habe ich eben auch auf der Pressekonferenz gesagt, ein gespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite waren wir sehr, sehr nah dran, das Ding heute zuzumachen. Haben 2 Minuten gefehlt und natürlich eine sehr, sehr unglückliche Entscheidung. Auf der anderen Seite muss man ja so ehrlich sagen, dass Viktoria schon den Ausgleich verdient gehabt hat. Hätte in Situationen früher fallen können. Nur wenn du so nah dran bist, dann ja, hast du natürlich auch die Hoffnung, das Spiel noch irgendwie über die Bühne zu kriegen. Das hat heute nicht funktioniert. Ein bisschen traurig stimmt mich natürlich die Art und Weise, wie meine Spieler heute hier ausgefallen sind. Das trifft uns natürlich gerade in dieser Saisonphase sehr, sehr hart. Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal schauen, wie schnell Spieler wieder zurückkommen, wie schwer die Verletzungen sind. Und zu den sowieso schon vielen, die wir derzeit draußen haben, ist das mit Sicherheit keine leichte Situation. Du hast jetzt gerade schon angesagt, 3 Wechsel, 3 Mal wegen einer Verletzung. Du hast auch gerade auf der PK gesagt, dass jetzt nicht das qualitativ beste Derby war in der Geschichte von den beiden Mannschaften. Lag das nur an den Verletzungen, an den verletzungsbedingten Wechseln? Ich glaube, man hat in den ersten 20 Minuten, als wir komplett waren, als Daniel Floppmann auf dem Platz war, schon gemerkt, dass wir hier ganz klar das Spiel dominiert haben, dass wir mit unserer Art zielstrebig schnell nach vorne zu spielen, dass wir da zu Möglichkeiten kamen. Mit dem Wechsel von Daniel war es klar, dass das erstmal zu einem Bruch führt. Nicht, weil Pacho das nicht spielen kann, sondern weil er rund aus dem kalten Schuh heraus in so einem Spiel dann reingeworfen wurde auf so einer wichtigen Position. Deswegen war das keine einfache Situation und auch die Wechsel insgesamt waren ja nie irgendwo strategisch vorbereitet aufgrund von etwas, was ich sehe, sondern waren immer gezwungen. Und dass da du dein Spiel nicht so durchbringen kannst, wie das möglicherweise wünscht, das ist auch normal. Trotzdem hat die Mannschaft, glaube ich, einen großen Fight geliefert, wollte das Ding heute unbedingt gewinnen und es hätte irgendwo natürlich auch ein Stück weit zu der Saison gepasst. Leider Gottes hat es nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es nur aufgeschoben ist. Also es wäre wahrscheinlich das emotionale i-Tüpfelchen gewesen, wenn man hier bei der Viktoria die Meisterschaft klar macht, dann ist das nicht aufgehoben, hoffentlich. Ist es trotzdem eine Herausforderung nochmal, die Mannschaft jetzt aufgrund des späten Gegentreffers psychologisch aufzurichten für so eine Aufgabe wie Wiedenbrück? Ja, das gehört zu meinen Aufgaben dazu. Das bedeutet jetzt erstmal analysieren, was kommt bei den Verletzungen raus. Ich hoffe, dass zumindest der Florian Hörnig für die kommende Woche wieder eine Option ist. Bei allen anderen ist das wohl nicht der Fall. Da muss man schauen, was ist jetzt im Detail mit Christopher Andersen und mit Poggenburg. Das sind normalerweise Verletzungen, die innerhalb von einer Woche reparabel sein müssten. Bei Daniel habe ich überhaupt keine Idee, wie da der Körper reagiert hat, was da jetzt verantwortlich war, dass er das Gefühl hat, irgendwas ist im Knie nicht in Ordnung. Man muss ja ganz offen sagen, wenn das eben ohne Einwirkung des Gegners passiert, dann ist das meistens zumindest keine positive Geschichte. Müssen wir ihm das Beste hoffen. Nochmal, das Spiel musst du nach diesen 90 Minuten logischerweise auch emotional erstmal ein bisschen aufarbeiten. Da ist es, glaube ich, jetzt einfach nicht an der Zeit, schon irgendwelche Analysen für die kommende Woche irgendwo rauszuposaunen, sondern jetzt geht es erstmal darum, dieses Spiel so in seiner Art aufzuarbeiten, irgendwo auch emotional wieder ein bisschen runterzufahren und dann am Montag wieder eine Strategie zu entwickeln, mit der wir hoffentlich dann Wiedenbrück schlagen können. Danke dir.